Eine Schwerte, eine Buche. Zusammen sind sie eine Schwerte Buche. Schwerte Buche! Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zu einer weiteren Runde. Stamp-tap-tap. Das ist wie immer das Format, in dem ich probiere, unter die Top 10 von von Quick Survival Games zu kommen. Wir legen jetzt auch direkt mal los. Wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch 2 oder auch 7 oder auch 3 und ansonsten konstruktive Kritik in die Banane schreiben, und dann sehen wir uns gleich jetzt beim Ranking wieder und dann natürlich in der ersten Runde. Von daher bis gleich. So, wir sind auf Platz 248, haben 86.280 Punkte, 1944 Kills, 590 Death, eine KD von 3,29. 841 Spiele gespielt, davon 237 gewonnen und eine Siegeswahrscheinlichkeit von 28,18%. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Runde. So, da sind wir auch schon in der ersten Round of the Lifetime. Gucken wir mal, ob wir einigermaßen was geknödelt kriegen. Okay, da sind schon Menschen gewesen. Aber mal kurz schlank wie ich bin, mich vorbeigedrückt. Jojo, so geil. Shit. Da ist jemand. Chip. Ritter des Rechts! Oh, jetzt muss ich mich, glaube ich, mal. Ja. Kurz ein bisschen verpieseln. Ja, und ich bin runter. Und nochmal runter. Nein, ja, Hava. Ich bin fast tot, ja. Ja, na, Hava. Na, hier, Hava. Na, hier, tot, ja. Na, hier, Hava. Was ist das für eine Runde? Was ist denn los bei mir? Habe ich Essen? Ich habe nicht mal Essen. Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Warte. Ja. Okay, das war sinnlos. Okay, da sind noch viele. Hier ist aber gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Hi. Hi. Ich habe so 3 Leben. Geilo. So, gucken wir mal. Der verfolgt mich höchstwahrscheinlich nicht. Dann kann ich mir mal kurz irgendwie ein bisschen in Deckung bringen. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abgeht, Alter. Ich bin richtig, richtig durch. Warte, da kommt jemand. Naga, Nagia, Hava, Nagia, Baga, Nagia, Humbagalahu. Naga, Nahia, Baga, Nahia, Baga, Daga. Will er mich unbedingt mit dem Dings töten? Oder hat er irgendwie so ein kleines Problem of Life hast du, oder? Du kleiner Spleaser, ey, was ist los bei dir? Also, er kommt hier so, probiert zu establishen und gleichzeitig wurde selber established da hinten. As you can see, from the past and the remix in the future. So, schön oben gehalten, Alter. Schön in der Ecke of life. Ist noch geknödelt. Let's try it here. Let's stay there. Let's stay clear. Let's stay fine. Let's make a beer. Ich kann nicht glauben, dass ich ansatzweise noch diese Runde hier gerade irgendwie drehe in irgendeiner Form. Es ist total krass. Ich freue mich gerade. 60 Sekunden bis zum Deathmatch. Das ist übrigens der neue Siegessong. Hier ist jemand runtergefallen. Hallo. Danke für deine Sachen. So, wir haben einigermaßen vernünftiges Equip sogar noch bekommen. Ey, QSG manchmal wegen so Dingern. Gerade ausschießen muss ich nur, nicht? Ich muss dann nur gerade ausschießen. Und das kann er auch nicht gerade ausschießen, weil er eigentlich gar nicht so gut ist in irgendeinem Spiel. Ja, ist schon ziemlich ein Noob. Ich habe gehört, sie nennen ihn Nubeldi. Nubeldi Noob. Oh, da hast du aber noch ein bisschen mehr bekommen als ich, mein guter Freund, weil du kannst ihn nicht ganz durchspannen. So, da ist er dort. Genau vom Deathmatch. Das passiert normalerweise nur mir. Da ist der Moritz Bauer noch drin. Der Moritz! Kein Moritz! Lass uns das mal machen jetzt. 1 gegen 1. Ja, Moritz hat ein bisschen besseres Equip als ich. So, Moritz, mach mal deinen normalen Laufgang. Dann ist das auch kein Problem mit dem Bögenschießen. Da doch. Oh Gott. So. Ach, Moritz, jetzt schieß doch mal normal. Das ist ja total schwierig sonst.
Okay. Hi. Oh Gott, nee, so ein Angelmensch. Der Moritz, der teilt aus. Der Moritz, ne, wie der Jogi sagen würde. Da haben wir nochmal. Gefickt, eingeschädelt. Zicke, zacke, zicke, zacke. So schnell dreht man eine Runde, die aussichtslos gegeben. Die aussichtslos scheint. Nochmal einen neuen Kick. Das war ganz gut. Storm to the top. Toast, man, motherfucker. So, okay. Wir sehen uns dann in der zweiten Runde wieder. Blablabla. So, da sind wir auch schon in der zweiten Runde of Life. Da ist leider nichts, warte. Hier, bitte Schwert. Oh mein Gott. Die hat die Kiste bekommen. Gerade richtig verkackt am Anfang. Zack, 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 zack. Mach Rüstung. Braunrüstung. Admiral. Wie bist du da rausgekommen? Ist der Mensch da rausgekommen? Erklär mir das bitte genau. Hierüber. Okay, es war jetzt nicht allzu schwer. Kann jetzt aber erstmal schön sammeln. Deswegen gehe ich jetzt aber auch erstmal hier hoch. Ich finde es übrigens ganz cool, dass man tatsächlich irgendwie über diese, nicht Bugs oder so, aber über diese paar Wege immer aus den Maps rausfindet. Finde ich ein ganz schönes Feature. Also, es ist ja augenscheinlich gewollt, weil man eben auch die hier Kisten findet und alles. Nee, anscheinend nicht mehr. Mal kurz gucken, hier vielleicht noch irgendwas. Finde ich aber ganz cool. Also es gibt ja immer so ein paar Wege, die man da einschlagen kann. Das hier ist augenscheinlich aber nicht so gewollt, denke ich mal. Denn da wurde definitiv mit World Edit irgendwas gemacht. Komme ich eigentlich hier da hinten rein? So eine kleine Explorer-Runde, die haben wir auch noch nicht, ne? So eine kleine schöne Explorer-Runde. Okay, hier ist anscheinend nichts. Problem an der Explorer-Runde ist, dass man irgendwann auch kein Essen mehr hat. Ja. Exploring is cool, but sometimes you need food, you fool. Das ist mein Explorer-Lied. Wenn das nicht gefällt, dann muss es sich auch nicht kaufen. Ansonsten Amazon, 300 Euro. Jetzt kaufen. Loving it. Empties. Don't wear blue jeans. Ich geh einfach mal. Ich explore erstmal ein bisschen weiter, Digga, nicht? Ich explore hier, nicht? Also smart Explorer-Runde. Eine smart. Ich finde die Runden lustig. Könnte ich öfters machen. Und hier hoch. Wir explore ein bisschen die Map, ey. Dann bekommt man auch ins Deathmatch. Wie so ein kleiner Robin Hood, ne? Wie so ein kleiner Robin Hood. Wie ein kleiner Boris. Da ist doch eine Kiste, oder? Nee, auch keine Kiste mehr. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich da gerne hoch möchte? Denn auf der ersten Etage, das weiß ich, müssen wir da hinten sind. Auf jeden Fall Kisten. Aber ich gehe jetzt erstmal ein bisschen, ne? Ich habe jetzt sowieso... Das ist einfach gleich Deathmatch. Diese Runde, what the fuck? Ey, ich kann nicht mal mehr sprinten im Deathmatch. Dann. Es ist eine Challenge, nicht mehr im Deathmatch sprinten zu können. Gucken wir mal, ob hier vielleicht noch was vergessen wurde. Nope, crap. Okay, ab jetzt kann ich offiziell nicht mehr jemanden ansprinten. Super schlecht fürs PvP natürlich. Bitte kommt jetzt keiner zu mir. Lass mich diese Runde überstehen. Tralalalalalala. Kabum. Auch nichts mehr. Oh, shit, Mann. Wer heißt denn mit Nachnamen schon Shit, Mann? Heißen Sie Shit? Mann, ich bin der Justus Bummann. Okay. Big question of the day ist, wie zur Hölle soll ich ansatzweise nur irgendjemanden im Deathmatch töten? Lucky Chest? Tatsächlich, ich habe einen Bogen. Komm, essen. Nein, verdammt. Okay, warte. Ein Bogen, der mir sogar hier den Arsch retten könnte. Oh mein Gott. Runter. Hast du Essen dabei gehabt? Nein, hat er nicht. Oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott, ich werde so sterben. Noch ein Eisenschwert. Und ich kann ihn nicht ansprinten. Oh nein. Ja, geile zweite Runde, oder? Thumbs up für die Explorer-Runde. Komm, muss auch mal sein. Meine Güte. Sag mal ein bisschen, kenn mal ein bisschen was von der Map, ey. Das ist wichtig für so ein Map-Know-how. So, ich wollte übrigens gerade eben hier hin. Hier kann man auch irgendwie rüber. Und hier oben waren normalerweise immer Kisten, die jetzt auch nicht hier sind. Aber es waren mal welche hier. Ja, immerhin hab ich gesagt, dass ich Kisten sind. In meiner Runde zu mich. Okay, gut, dann sehen wir uns trotzdem in der dritten Runde wieder. Bis gleich. Da unten sind welche. Girl, I want to make you sweat. Dritte Runde. Sweat till you can't sweat no more.
Schwert. Kein Schwert, okay, schade. Ich dachte, wenn man es laut ausruft, dann müsste ein Schwert drin sein. Ich dachte, das wäre eine Regel. Ich dachte, das ist eine Gomme-Regel. Schwert. Schwert. So, schön abgestaubt hier. Sehr beschult, so. Girl, I want to make you sweat. Beste Rüstung, yo man. And if you cry, hi. I'm gonna push it some more, Girl, I want to make you schwitzen. Schwitzen till you can't schwitzen no more. And if you schwitzen, I'm gonna push it. Push it some more. A la 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 long. A la 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 long, long, le long, long, long. Oh oh. A la 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 long. A la 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 long, long, le long, long, long. Fall damage. Du musst richtig gefressen haben. And if you cry, hi, I'm gonna push it some more, or, I'm gonna push it, komm mit. Was ein Kommentarstil von mir. Alalalala long. Alalalala long. Long, 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 long. Ey, ich habe noch nie ein ganzes Lied lang eine Runde durchgesungen. Ich will sie, okay, wo ist der andere Typ? Lass mal jetzt, hier. Spannendes Showdown in der Mitte. Damage vom Deathmatch. Immer wichtig. Jetzt habe ich den Damage vom Deathmatch. Hm, machbar. Komm. Wo ist der? Da ist er. Das hat er mir aber auch gegeben. Hi. Okay, warte. Gucci, Prada und Amore. So, shit. Ich dachte, ich kann die nochmal hitten. Das ist natürlich jetzt. Bleib ich stehen. Oh nein. Oh nein. Ich habe ihn tatsächlich nicht. Okay. Shit. Ich dachte echt, beim zweiten den habe ich. Aber okay. Dann lass ihn mal runterkommen. Wir probieren es einfach. Wir müssen das One-on-One probieren. Probaten, Alter. Probaten. Nee, ich komme nicht hoch zu dir. Du hast jetzt schon ein Dierschwert. Komm runter zu mir. Komm runter. Er kommt, glaube ich, runter auf der anderen Seite. Aber egal, das ist normal. Wir müssen jetzt unseren Bogenvorteil halt nutzen, dass wir noch keine Pfeile haben. Bogenvorteil! Hier, nimm ihn! Siehst du mich nicht? Ist der blöd oder bleibt der oben jetzt? Na komm, put, 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 put. Der ist tot! Ja, geilstes Deathmatch ever! GG war es jetzt nicht so unbedingt, aber okay, dann hat die vielleicht die Mami zum Abendessen gerufen. Na gut, Leute, das waren wieder mal die drei wunderbaren Runden. Mit Erforscherrunde mal zwischendrin. Wenn euch das ganze Format als solches gefallen hat und dieses Video, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben nicht vergesst. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch Spaß, Spaß beim Abschlussranking und natürlich bei den Fates dieser Aufnahmesession. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Video des Tages wieder. So ist das, wo ist meine schlaue Liste? Es könnte interessant werden. Vielleicht bin ich da nackt. Von daher viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. So, wir sind auf Platz 243, haben 86.880 Punkte, 1.954 Kills, 592 Death, eine KD von 3,30 wieder, 845 Spiele gespielt, davon 239 gewonnen und eine Siegeswahrscheinlichkeit steht da zwar nicht, sorge ich aber immer dazu, von 28,28% und jetzt viel Spaß bei den Fails. Okay. Ich bette, du hast Essen, aber ich bin tot, Digga.